Und herzlich willkommen zum tierischen Gestricke. Es ist wieder soweit, eine Woche ist rum und die Woche war doof. Ja, die war doof, die ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Es sind die Woche Dinge passiert, wo jeder Handarbeiter wahrscheinlich Respekt vor hat. Oder Angst, ja. Es ist ein bisschen doof gelaufen die Woche. Ich habe gestrickt. Ich habe nicht so viel gestrickt wie sonst. Mir ist nämlich was dazwischen gekommen. Ja. Ich bringe im Moment alle ein bisschen zu lachen, die mir über den Weg laufen. Ja, es ist ganz lustig, selbst mit den kleinsten Alltagsaktivitäten. Ach Gott, ich mag es gar nicht erzählen, ne? Ja, ich mach's. Wir waren Schlitten fahren. Ja, wir waren am Sonntag Schlitten fahren. Bis Sonntag war die Welt noch in Ordnung. Ihr merkt, ich muss selber ein bisschen drüber lachen. Es ist schon irgendwie, ach, ja. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, sag ich immer. Ja, bis Sonntag war alles okay. Ich habe meine Sachen gestrickt, ich habe meine Projekte vorangebracht. Ich war ausgeglichen. Ja. Jetzt bin ich es nicht mehr. Ich bin sehr unausgeglichen und genervt. Ich bin echt genervt. Bisschen angepisst, kann man auch sagen. Naja. Was könnte es anderes sein, ne? Tada! Ich bin Schlitten gefahren. Ja. Gebrochen ist nichts, aber es tut trotzdem weh und ich habe so einen ganz süßen, tollen, steifen Verband und kann meinen Daumen nicht benutzen. Ja. Ja, was wünscht sich ein Handarbeiter mehr, ne, als einen steifen Finger, einen Verband? Ja. Und als wäre es nicht schlimm genug, dass ich diesen Daumen nicht benutzen kann. Ich kann meinen anderen auch nicht benutzen. Nein. Ich bin im Moment leicht gehandicapt. Leute, ich sag euch, es ist echt unlustig. Es ist echt unlustig. Nein, ich habe mir nichts gebrochen. Ich muss einfach nur schonen und stillhalten. Ja, mir ist in den letzten paar Tagen klar geworden, wie wertvoll Daumen sind. Ich habe wirklich probiert zu stricken. Ich habe es wirklich probiert, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es tut weh. Ich kann meine Stricksachen nicht halten. Aber bis Sonntag war die Welt ja noch in Ordnung und ich kann euch zeigen, was ich bis dahin geschafft habe. Ja. Wahrscheinlich wird es heute ein kürzeres Video. Ja. Ich kann es nicht ändern, tut mir leid. Ich weiß auch nicht, wie das aussieht mit nächster Woche. Ich habe die Ehre, diese Dinge bis Ende der Woche zu tragen. Boah. Was gleichbedeutend ist mit, ich kann die ganze Woche nicht stricken, ne? Das ist so goldig, ne? Also, was kann man da machen? Was kann ich machen außer stricken? Mir ist todlangweilig. Ja, guck halt Fernsehen. Ich kann nicht mal richtig den Fernseher umschalten. Versucht mal, man drückt ja auch selbst mit dem Knopf, also mit dem Daumen den Knopf auf der Fernbedienung.
Das sieht dann ungefähr so aus, wenn ich den Fernseher umschalte. Das ist auch sehr unlustig. Es ist alles sehr unlustig. Ich kann nicht richtig schreiben. Also, geschweige denn irgendwie einen Stift halten. Ist alles doof. Ich kann mir nicht mal mein BH alleine zumachen. Ich habe es aber geschafft. Also, ich habe tatkräftige Unterstützung. Ich müsste mir auch mal die Haare waschen. Das kann ich im Moment auch nicht. Alles doof. Außer mein Feuer. Das ist schön warm. Ich habe eiskalte Hände. Das ist schön warm. Ich wärme mich hier ein bisschen. Naja. Was soll ich machen? Es ist so, wie es ist. Ich bringe alle zum Lachen, wenn ich meinen Kaffee trinke. Das sieht dann ungefähr so aus. Naja. Ich lache halt mit. Was soll ich machen? Mein kleiner Sohn empfängt mich immer. Morgen, Däumelinchen. Das ist auch süß. Ja. Ich zeige euch aber trotzdem, was ich gemacht habe, weil ein bisschen was habe ich ja geschafft. Ich habe letzte Woche das erste Fünfeck von meinem Sternkissen fertig gestrickt. Das stricke ich ja aus 100 Wasserwolle, und zwar diese hier. Ich meine, ich habe das Schälchen jetzt nicht dabei, aber die Farbe heißt, also ist von Opal, die 100 Wasser-Kollektion, der Weg von mir zu dir zurück. So heißt die Farbe oder das Bild. Ich habe leider keine Bilder von 100 Wasser, kenne mich da nicht so aus. Das ist die Wolle. Das ist mein erstes Fünfeck. Und ich finde es wirklich total schön. Also, das ist so bunt. Also, mir gefällt es mega gut. Da konnte ich auch gar nicht mehr aufhören zu stricken, weil wirklich jede Reihe anders ausgesehen hat. Das war echt schön. Also, da kann ich gar nicht genug von kriegen. Und deswegen habe ich auch das nächste angeschlagen. Ich habe leider nicht weiter gestrickt. Ich bin im Moment etwas verhindert. Da habe ich das nächste angeschlagen. Ich habe die Mitte so gemacht wie vorher auch mit Loch. Es gibt zwar auch andere Möglichkeiten, man kann das anders da lösen, aber im Prinzip stört mich das nicht, das später da einfach zusammenzuziehen, weil diesen Faden in der Mitte muss ich ja sowieso vernähen. Also von daher, genau. Das ist so schön, das ist so blau, rot und weiß gemustert, aber dadurch, dass das so wild gemustert ist, wirkt es auch immer ein bisschen lila. Das kommt immer drauf an, wie man das anschaut. Da habe ich mal wieder meine Zinknadeln rausgekramt. Meine 2,5er. Das klappt auch gut. Das ist in Ordnung. Ich habe da immer doch gerne ein bisschen Abwechslung drin. Ich bin, also meine allerliebsten sind die Haya-Hayas. Das sage ich wirklich, also oder muss ich wirklich sagen, ja, die habe ich am allerliebsten. Und die Knit Pro, die Symphonies, mit denen stricke ich auch total gerne. Und mit den Zing auch. Also ich bin da, ich bin eigentlich, was Stricknadeln angeht, recht einfach. Aber ja, ich habe immer gedacht, man müsste vielleicht die perfekte Nadel finden, weil ich habe doch immer, ich habe so ein paar Nadeln, an denen habe ich immer was auszusetzen. Mal ist es der Übergang, mal ist es die Spitze. Aber irgendwie so die perfekte Nadel gibt es gar nicht. Und ich mag auch gar nicht ständig und immer mit nur einer Art von Nadel stricken. Das finde ich echt langweilig. Das ist für mich so, als müsste ich immer dieselbe Wolle benutzen. Nicht, ob da andere auch so sind. Also ich habe gerne ein bisschen Abwechslung in den Fingern. Ich stricke auch gerne im Wechsel mit Holz und Metall. Am Anfang habe ich immer gedacht, Holznadeln sind meine Lieblingsnadeln. Dann habe ich gedacht, Metall sind meine Lieblingsnadeln. Aber es ist doch immer irgendwie, das kommt echt auf meine Laune drauf an. Das habe ich auch schon gemerkt. Ja.
Wie gesagt, mein neues Sternkissen habe ich vorangebracht. Es ist leider noch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Also ich wäre auch gern schon mit dem Fünfeck fertig gewesen. Wäre dann nicht eine Schlittenfahrt gewesen. Dann habe ich ja, wie soll ich sagen, ich hatte Lust auf Sockenstricken, habe ich ständig. Huch, ich stricke wirklich gerne Socken. Ich hatte wirklich mal Interesse an diesen Adi-Sockenwundernadeln. Also es gibt ja diese kleinen Nadeln, die gibt es ja mittlerweile von fast jedem Stricknadelhersteller. Allerdings hatte ich in der Strickzeitschrift gelesen letzte Woche, es gibt welche von Adi. Die nennen sich Sockenwunder mit Trick. Und bei denen ist die eine Nadel länger als die andere. Also man hat doch eine längere Nadel zum Stricken in der Hand. Und habe mir gedacht, das ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt, der Gedanke. Vielleicht probierst du sie doch mal. Also ich bin ja grundprinzipiell hassig kurze Nadeln. Also ich hatte auch mal so 40 cm, die waren auch nur so halblang und ich bin mit denen nicht klargekommen. Also habe ich mir fast die Finger gebrochen. Die habe ich, ich stricke nicht gerne mit so kurzen, also wenn die Nadelspitzen so kurz, ich kann es nicht haben. Ich habe mich auch immer verweigert gegen diese Sockenwunder und habe gesagt, ich komme eh nicht klar damit. Nö. Aber jetzt habe ich das Bild gesehen von dieser Adi-Nadel und habe mir gedacht, gibst du denen doch einfach mal eine Chance? Und dann habe ich gesehen, dass der Marco alias Nitikus, der hatte die mal ausprobiert und hatten gefragt, hatten angesprochen darauf, wie er die doch wirklich findet, ob er da nochmal mit gestrickt hat. Und ob er die einfach wieder benutzen würde. Und dann hat er doch einfach gesagt, Mensch, ich habe die hier zu Hause, bevor du dir die anschaffst, probier doch einfach mal mit denen zu stricken. Ich schicke dir die mal vorbei. Und schwuppdiwupp, einen Tag später oder zwei Tage später, es hat nicht lang gedauert, hatte ich mein Adi-Sockenwunder hier im Briefkasten gefunden und habe losgestrickt. Ich habe mir es ist eigentlich wurscht, da brauche ich euch keine Banderole zeigen, weil es steht nichts drauf auf der Banderole, das ist eine Sockenwolle vom Opal-Abo. So sieht die aus. Das ist ein Knoll gewesen aus dem Abo vom Dezember. Ich finde die Farben schön, obwohl es mich ein bisschen, also irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Kirchenfenster. Ich weiß aber nicht wieso. Aber die Farben sind schön. Die gefallen mir gut. Ich habe diesmal ein ganz kleines, minimalistisches Bündchen gemacht. Ich habe drei rechts und eine links gestrickt. Das finde ich an sich sehr schön, das Bündchen, und ich stricke das viel zu wenig. Wenn es nach mir ginge, bräuchte ich persönlich überhaupt keine Bündchen. Sie sitzen einfach nur besser. Ja, na, ich sagte, na gut, machst du mal ein Bündchen. Und habe wirklich nur 10 Reihen gestrickt. Also bis dahin, wirklich nur 10 Reihen, 3 rechts, eine links und dann habe ich glatt rechts runter gestrickt. Ich habe ja in meinem letzten Video oder vorletzten letzten Video, glaube ich, habe ich gesagt, dass ich jetzt auch mal anfange und meine Socken einfach länger stricke, weil die Knäule geben es her. Ich weiß nicht, wieso ich meine Socken immer so kurz stricke. Und es ist ja schon schön, also der Gedanke, dass die auch ein bisschen aus den Schuhen rausgucken. Also ich fände es ja auch schön, wenn Leute das sehen würden, dass ich tolle Socken stricke. Und ja, da habe ich ich habe mich jetzt einfach mal an meinem Fuß orientiert. Ich habe ja, letzte Woche hatte ich euch eine schwarz-weiße Socke gezeigt, die von Regia, die Racing Collar, das war diese schwarz-weiß gemusterte. Und da hatte ich euch erzählt, ich habe es jetzt leider nicht dabei, sonst hätte ich es euch gezeigt, ich hatte die zusammengeklappt
Und der Schaft, der war so lang wie mein Fuß, den ich stricken muss. Und ich habe jetzt einfach diesmal so lang gestrickt und habe das an meinen Fuß angehalten und habe das so lang gemacht, wie meine Füße sind. Da habe ich mich jetzt dran orientiert, weil ich habe oben angefangen und ich wollte jetzt nicht wiegen oder so. Also ich hatte jetzt einfach keine Lust. Ich will so viel wie möglich Wolle verbrauchen, die Socken so lang wie möglich machen, aber ohne zu wiegen. Und ich wollte jetzt auch nicht Toe abstricken. Also ich wollte jetzt wirklich mal, ich weiß gar nicht, ob das mit denen überhaupt geht. Ich wollte jetzt einfach mal dieses Sockenwunder ausprobieren, ganz normal, von oben runter. Ja, dann kam ich an die Ferse und es gibt ja viele verschiedene Fersen. Ich persönlich kann, wenn ich ehrlich bin, nur zwei verschiedene Fersen. Ich kann die Käppchenferse und ich kann die Crazy Hybridferse. Die Käppchenferse, da muss ich dazu sagen, die habe ich auch früher, wie ich angefangen habe, Socken zu stricken. Also ich glaube, in meinen ersten drei Paar Socken habe ich meine Käppchenferse ohne Käppchen unten gestrickt. Das wusste ich nicht. Also ich habe immer gedacht, ich habe wirklich lange gedacht, dass das Käppchen hinten die Fersenwand ist. Irgendwann wurde ich einem Besseren belehrt und ich kann die jetzt auch richtig. Also ich kann die jetzt auch wirklich richtig stricken. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt fängst du schon an und strickst auf so kleinen Nadeln, wo du gedacht hast, du könntest es nie. Jetzt strickst du auch mal eine neue Ferse. Ich habe meine erste Bumerang-Ferse gestrickt. Im Internet stand, was ist denn da an der Wolle drin? So, wie so Holzstückchen, Gras, Holz, keine Ahnung. Ja, ich habe die erste Bumerang-Ferse meines Lebens gestrickt. Sie war mit Jojo-Ferse bezeichnet, aber ich denke, das ist dasselbe. Und so sieht die aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es meine erste Bumerang-Ferse ist, habe ich überraschend wenig Löcher. Oder wenig bis gar keine. Die ist wirklich schön geworden, die Ferse. Ich kann mich nicht beschweren. Hier sieht man diese zwei Zwischenreihen, die man ja zweimal rumstrickt. Das war dann gerade dieses Rot hier, aber das ist jetzt nicht schlimm. Ich habe die jetzt mal direkt genauso gemacht, wie die in der Anleitung steht. Ich wollte da jetzt nichts verändern. Ja, und habe es einfach mal probiert. Also ich finde wirklich, für meine allererste Bumerang-Ferse finde ich die gut gelungen. Kann man nichts sagen. Ich habe nämlich ein paar Socken mit einer Bumerang-Ferse, die habe ich geschenkt bekommen von meiner Wichtelmama. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Bumerang-Ferse ist. Und die ist so toll gearbeitet und die sitzt so gut. Finde ich mega cool. Und da habe ich gedacht, das muss ich mir jetzt mal aneignen. Ja, gesagt, getan. Das Einzige, was nicht wirklich empfehlenswert ist mit diesen Nadeln, sind linke Maschen. Also bei der Ferse, man strickt ja die verkürzten Reihen und dreht rum und strickt links. Da habe ich wirklich dann teilweise gedacht, ich breche mir die Finger. Da werde ich auch bei der nächsten Socke, wenn ich irgendwann mal wieder stricken kann, werde ich die nächste Socke mit derselben Ferse stricken, mit der Bumerang-Ferse, aber ich werde keine linken Maschen stricken, sondern ich werde rechts zurückstricken. Ich denke, das ist einfach leichter, weil man sieht es hier, also das ist die lange Nadel. Das ist die lange Seite, mit der man strickt. Also ich habe diese lange Nadel in der Hand und stricke mit der. Und das ist die kurze. Die ist halt wirklich nur so kurz. Und wenn man jetzt rumdreht und linke Maschen strickt, dann muss man die mit dieser kurzen Nadel. Also da hat man ja wirklich nichts in den Fingern. Das ist echt schwierig. Also da bin ich an meine Grenzen gekommen. Und das mag ich jetzt so nicht mehr machen. Also, ja, das ist echt schwierig. Also linke Maschen sind schwierig.
Ich bin überrascht von dem Sockenwunder an sich. Es hat sich wirklich sehr gut stricken lassen. Zumindest das rechts. Mein Maschenbild ist total schön. Also ich bin echt überrascht von dem tollen, gleichmäßigen Maschenbild. Man sieht wirklich nur hier, wo die Runde anfängt bzw. aufhört, habe ich so einen Strich drin, so wie so ein Knick. Seht ihr das in der Mitte? Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich stricke enger mit diesem Sockenwunder. Also ich stricke an sich weiter als früher. Ich merke das auch. Ich weiß nicht, ob das was mit dem schneller Stricken zu tun hat, dass man da so ein bisschen huddeliger wird. Aber also ich stricke mittlerweile meine Socken auf 2,25 mit 56 Maschen. Und ich würde sogar dazu tendieren, die auch auf Zweiernadeln zu stricken mit 60 Maschen. Da muss ich mal gucken. Aber hier mit dem 2,5er, also das sind 2,5er Nadeln. Und die habe ich auch mit 56 Maschen gestrickt. Und das sieht genauso aus. Die Maschen haben genau exakt dieselbe Größe, wie wenn ich mit 2,25 stricke. Da sieht man keinen Unterschied. Ich wollte ursprünglich meine zweite Racing-Socke anschlagen, aber ich hatte die Befürchtung, dass die verschieden weit werden, weil ich die erste mit den 2,25ern gestrickt habe und jetzt die zweite dann, also mit diesen 2,5ern. Das wollte ich nicht und deswegen habe ich einfach ein neues angeschlagen. Und ich wollte ja auch unbedingt mal eine Abo-Wolle anstricken. Ich finde sie sehr schön. Ich finde die Farbe wirklich schön. Aber es lässt mich nicht los. Also ich muss an Kirchenfenster denken. An so, ja, buntes Glas. Ich dachte auch die ganze Zeit, das wäre grün. Die Grundfarbe wäre grün. Aber die Grundfarbe ist grau. Also da sind immer so graue Streifen drin. Diese dunklen Streifen. Ich habe die ganze Zeit wirklich gedacht, das wäre grün, aber es ist grau. Das ist manchmal echt schwierig zu erkennen. Das denkt man gar nicht. Also ich glaube zumindest, es ist grau. Naja. Das habe ich die Woche gemacht und da wäre ich auch schon fertig mit der Socke, definitiv. Wenn ich nicht Schlittenfahren gewesen wäre. Ja. Ich habe noch was angefangen. Ja, ich hatte echt Bock die Woche. Wollte alles mal so ein bisschen voranbringen und dann kommt so eine Kacke. Wirklich so eine Kacke. Ich habe meine zweite Schupperstulpe angeschlagen. Das stricke ich aus Lana Crossa, Sechsfachwolle. Im Bündchenmuster, eine rechts, eine links und abwechselnd dann im Patentmuster. Da hatte ich auch schon angefangen, da bin ich beim ersten Patentabschnitt. Aber ich kann jetzt auch nicht weiter stricken. Das stricke ich mit 3,5er Nadeln. Das sind die, na wie heißen sie? Die da. Symphonie. Das sind die, ja, das stricke ich auf meinen Symphonies. Ja. Und ich würde gern weiter stricken. Und ich kann nicht. Nee. Ja, dann habe ich mein Lieschen vorangebracht. Der Rappelboppel wird immer kleiner. Guckt mal, wie dünn der nur noch ist. Da ist wirklich nicht mehr viel. Also ich bin jetzt auch schon im Pinken oder Magenta. Ja, so. Ich muss mal an dieses Telekom-Zeichen denken, wenn ich das sehe. Da bin ich ja jetzt schon bei dem zweiten Teil verkürzten Reihen und den wollte ich eigentlich auch fertig haben. Also ihr seht schon, ich wollte eine ganze Menge schaffen. Und dann sagt irgendjemand, komm, lass uns Schlitten fahren gehen. Ja, und was hat man davon? Das. Ja. Ganz toll. Ich zeige euch das jetzt mal so rum.
Also hier hatte ich ja meinen ersten Teil verkürzte Reihen. Den habe ich gestrickt. Ich habe alle 10 Reihen rumgedreht und zurückgestrickt. Das habe ich insgesamt 25 Mal gemacht. Jetzt habe ich angefangen mit dem zweiten Teil. Ich muss das Ganze ja noch in die andere Richtung machen. Ich markiere mir das immer schön hier oben drauf und ich habe jetzt, glaube ich, schon 15 Mal zurückgestrickt, aber noch 10 Mal muss ich machen. Bloß im Moment geht es nicht so. Wie ihr seht, bin ich jetzt auch schon im pinkfarbenen, magentafarbenen Teil. Das ist sehr schön, mal so ein bisschen Abwechslung. Und was ich auch gemacht habe, ich habe eine Lochreihe reingestrickt in Rot. Da habe ich den Faden gerade von außen genommen und das musste sein. Also ich musste diesen roten Streifen da reinbringen. Ich habe gesagt, das muss man doch echt abheben irgendwie. Auch also vom, wirklich so diesen, dieses, also zwischen diese kurzen Reihen, die muss man doch, ach, zwischen Reihen halt einfach, dass man das abheben kann. Mir fällt es nicht ein, ich weiß nicht. Dass ich diese zwei Reihen voneinander abheben. Diese zwei verkürzten Reihen. Also, nein. Die Abschnitte. Ich wollte zwischen die verkürzten Reihen eine Lochreihe machen. Und ich wollte, dass sich diese Lochreihe von dem Grün abhebt, dass man richtig deutlich sieht, aha, da ist was passiert. Also habe ich den Faden von außen genommen und habe eine rote Lochreihe gestrickt. Das steht so nicht in der Anleitung, das ist auf meinem eigenen Mist gewachsen. Die Anleitung ist übrigens von Nitticus. So rum. Und jetzt bin ich schon so weit. Ich kann es euch halt auch nicht mehr gut zeigen. Ne? Das ist sehr kurz mittlerweile. Also hier oben ein Rippenmuster. Ein Bünd, das kommt an den Hals. Danach habe ich Netzzöpfchen gestrickt. Und jetzt die verkürzten Reihen. Die habe ich in Kraus rechts gemacht. Das ist schön, lässt sich gut stricken. Und wenn man mal so keine Lust hat, über irgendwas nachzudenken, ist es auch das perfekte Projekt. Ich hätte die verkürzten Reihen wirklich gerne fertig gemacht, weil laut meinen Berechnungen bin ich, wenn die verkürzten Reihen fertig sind, auch komplett im Rosanen. Also dann ist der letzte grüne Faden auch weg. Und ich möchte dann mit dem Rosanen und dem letzten Rot möchte ich einen ganz tollen Abschluss ans Tuch dran machen. Ich habe jetzt schon überlegt, wahrscheinlich läuft es auf sowas wie hier oben raus, wie so ein Rippenbündchen, unten einmal rum, aber das muss ich mir noch überlegen. Also irgendwie einen schönen Abschluss möchte ich da noch dran zaubern. Aber nichts so Kompliziertes. Also ein bisschen halt einfach, ne? Ja. Weil ich möchte das schon so ziemlich komplett aufbrauchen. Und es ist jetzt ja auch nicht mehr so viel. So viel dazu. Das waren meine Pläne. Umsetzen konnte ich es leider nicht, weil ich Schlitten fahren war. Ja. Das Witzige daran ist ja, wir sind zur Rodelbahn gefahren, sind ausgestiegen, sind 100 Meter zur Rodelbahn gelaufen. Meine Tochter und ich, wir haben uns auf den Schlitten gesetzt, sind runtergefahren und ich habe mir wehgetan. Das Ganze hat keine 5 Minuten gedauert. Also wir waren noch keine 5 Minuten auf der Rodelbahn. Ganz klasse. Ich hatte nicht mal lang genug Spaß am Schlittenfahren, dass ich das hätte rentieren können. Nee. Es war wirklich sofort wusch. Naja. Ich habe jetzt überlegt, was könnte ich machen. Mir ist echt langweilig. Ich habe beschlossen, dass ich jetzt einfach mal anfange und meine Wolle wickel. Ich habe ja noch ein bisschen Wolle. Ich habe auch noch ein paar mehr Stränge rumliegen und Wolle wickeln kann ich. Also das wird gehen.
Dann werde ich einfach mich die Woche mit Wollewickeln beschäftigen. Das muss ich dann halt nicht mehr machen. Ja. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mir ein paar Strickzeitschriften hergenommen und habe angefangen. Ich zeige euch das mal. Au, au, au. Und habe angefangen, mir diverse Sachen zu markieren. Da stehen dann ganz lustige Sachen auf den Zetteln, wie dass ich weiß, was ich da meine. Was könnte ich denn da zum Beispiel nehmen? Hier ist zum Beispiel was. Das steht dann auf meinen Zetteln drauf, ne? Hier oben steht Kleidpulli, rosa Wolke. Jetzt zeige ich euch den mal. Den Kleidpulli, rosa Wolke. Das ist nämlich der da. Der hier. Der ist schön, ne? Ich hätte ihn wahrscheinlich schon angeschlagen, wenn ich könnte. Oder, genau, hier habe ich einen Pulli mir markiert. Hier steht, weiter Patentpulli Nummer 1. Das bedeutet, das ist der, den ich unbedingt als erstes stricken will. Ich zeige euch den mal. Na? Das ist der da. Ja, und da habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe angefangen, in meinen Zeitschriften ein bisschen zu wühlen und mir die Sachen zu markieren. Und wenn ich Lust und Laune habe und bis Ende der Woche wirklich überhaupt nicht stricken kann, und dann werde ich auch anfangen und werde mir vielleicht sogar schon Wolle raussuchen dafür. Also ja, irgendwie muss man ja seine freie Zeit, ne? Ich stricke mehr, als ich gedacht habe. Also ich verbringe wirklich viel Freizeit mit dem Stricken. Und das ist, wenn man das im Moment nicht kann. Also ich habe dann auch versucht, vorgestern in meiner Verzweiflung, ich habe versucht zu stricken und ich konnte die Nadel nicht halten. Und dann habe ich versucht zu häkeln und es ging genauso blöd. Gar nicht. Naja. Das hat die kleine Emma gesagt. Sandra, mach doch einfach einen Fernsehmarathon. Ja. Ich befürchte bald, mir bleibt nichts anderes übrig. So. Naja. Ich habe noch was bekommen, nachträglich, zum Geburtstag. Und da habe ich mich echt tierisch drüber gefreut. Eine coole Projekttasche. Und da war was drin, ist total lustig. Ich habe dieses Päckchen letzte Woche bekommen und dann habe ich die Woche die Katharina geguckt und ich fand die Wolle so toll. Die Katharina hat eine Wolle benutzt von Regia, eine sechsfädige Wolle für ein Kissen. Und ich habe die Wolle gesehen und habe mich in die Wolle verliebt. Vielleicht in anderen Farben, aber von der Art her, ich fand die mega cool. Ich habe mir das schon mal aufgeschrieben und dann habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, irgendwie, das hast du aber schon mal gesehen. Und dann hatte ich jetzt gerade, gestern hatte ich nochmal das Täschchen in der Hand und da war auch so eine schöne Wolle drin. Die habe ich dann rausgenommen und habe mir die nochmal angeguckt, weil ich mir einfach gerne auch Wolle angucke und mit der rumkuschel. Und was soll ich sagen? Das ist genau die Wolle, die die Katharina benutzt für ihr Kissen. Nicht in der Farbe, die Farben sind anders da, aber die Art ist dieselbe. Digital Color. Ich glaube sogar, dass die da drauf ist, das könnte die sogar sein. Von der Katharina. Oh, und ich finde die Farben so toll. Und ich hätte diese Wolle auch schon angestrickt. Wenn ich nicht Schlitten fahren gewesen wäre. Ja, da waren noch ein paar andere Kleinigkeiten drin und da habe ich mich total drüber gefreut.
hier nochmal ganz lieben Dank an dich. Da war ich ganz baff und ich habe mich wirklich gefreut. Ja, das ist absolut. Ich mag den Knäuel gar nicht. Ich könnte mir so Knäuel könnte ich mir an die Wand hängen, weil ich es so schön finde. So als Bildersatz. Das wäre doch mal was. Lauter Wollknäule an die Wand. Das wäre cool. Ja. Naja. Das war's für heute auch schon. Leider Gottes. Was soll ich euch jetzt noch großartig erzählen? Wahrscheinlich würde es aufs Jammern rauslaufen, weil ich die letzten paar Tage jammer. Und ihr könnt euch vielleicht denken, wieso. Aber, naja. Was soll ich machen? Ich nehme es hin, wie es ist. Ich kann es jetzt im Moment eh nicht ändern. Immer lächeln, ne? Immer lächeln. Ja. Ach Mann. Ja. Wie gesagt, nächste Woche kann ich euch nicht wirklich versprechen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Woche nichts stricken kann, dann was soll ich euch nächste Woche erzählen? Also, ich könnte mich natürlich auch hersetzen und könnte nächste Woche was anderes erzählen, aber ich weiß nicht wirklich, ob ihr das hören wollt. Also, da gucken wir mal. Aber vielleicht mache ich morgen auf und meine Daumen tun einfach nicht mehr weh. Das kann natürlich auch sein. Das wäre die bessere Alternative. Ja, ansonsten würde ich mich auch schon verabschieden und sagen, bis nächste Woche. Tschüss und lasst keine Maschen fallen.